So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber vorweg, kurz wegen Custom Games. Gestern haben wir ein bisschen weitergemacht. Also das heißt ein bisschen, 4 Stunden. Ich wollte eigentlich mehr, aber kam wieder was dazwischen. Ihr kennt es ja inzwischen. Also ihr seht, White Ways immer noch mit 5 Siegen, 4,5 Punkten auf Platz 1. Danach kommt Schlipsi, Moritz, Hayes, dann Benny, Luis, Zocker Prime, Moon, Coach Potato und Paco. Aber ihr seht auch, mit einem Sieg seid ihr easy in den Top 10. Beziehungsweise mit 2 Siegen, wenn wir weniger als 10 Leute sind. Also wer Bock hat auf Custom Games, gerne den Kanal abonnieren, gerne den Livestream vorbeischauen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in den Shop. Und da sind wir genau jetzt. Ja, das Alien-Paket ist wieder da. Beziehungsweise im Weltraum heißt das ganze Paket an sich. Aber es ist doch eigentlich genau das Paket, was wir hatten, oder nicht? Ne, das Rückenaccessoire kam dabei. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Also, der Xenomorph-Skin ist natürlich auch wieder da. Ganz ehrlich, ich habe ihn bis jetzt nicht so oft in-game gesehen. Also, ich feiere den Skin auch nicht so. Dann natürlich passendes Rückenaccessoire. Dann Ripley selber. Ah, ich weiß, also das Paket ist, weiß ich nicht, ne, gefällt mir einfach generell nicht. Dann noch das Fassen, ja gut, das hier wäre nice. Dann natürlich das Emote. Ist aber auch nur mit dem Skin, glaube ich, zu benutzen. Warte mal, kann man ganz schnell gucken. Ja, weil das Emote gehört nur zu diesem Skin. Und denkt dran, das Ganze für 2200 ist eigentlich okay. Dann könnt ihr euch noch das Ausrüstungspaket holen, wo ihr halt eine Pickaxe bekommt, Kleider und das Emote. Aber ganz ehrlich, braucht man das? Ich würde eher sagen, nein, das Beste hieraus ist halt wirklich das Emote. Alles andere ist in meinen Augen nicht wirklich zu gebrauchen. So, dann haben wir die rote Jade wieder drin, die aber auch eine blaue Variante hat. Dann haben wir flatterhaftes Tatzgedächtnis wieder mit drin. Dann wieder ein Vogel, den Federverteidiger. Dann haben wir Flattervieh drin. Das ist schon ein lustiger Kleider. Dann haben wir Schneebesen, die rote Ritterin ist auf einmal schon wieder da. Also die kommt auch immer öfters. Dann die Karmesinhacke. Und wie gesagt, rote Jade. Dann, ja, der hässlichste Skin, den wir haben in meinen Augen. Schwitzer Skin, aber trotzdem irgendwie, ich finde den einfach hässlich. Aber komischerweise kommt immer nur die weibliche Variante rein. Dann haben wir die Wüstendominiererin. Gebrochenes Eis. Ah, ist okay. Aber warum kann man hier die Animation nicht mal testen? Nee, nee, nee. Und dann haben wir Handzeichen. Der hat eigentlich Ton, aber der ist so leise, der Ton. Weil ihr merkt ja, ich habe nichts am Ton geändert. So sieht endlos Wippen aus. Dann die gute alte Punktetafel. Für jeden YouTuber, Streamer, beste, was es gibt. So, dann haben wir natürlich noch Major Laser Paket komplett drin. Alle TikTok Emotes immer noch drin. Gut, jetzt flatterhaftes Tanzgedächtnis auch noch dabei. Dann der Mr. Schmutzi ist da. Da weiß ich jetzt, der Skin ist definitiv schwarz am Anfang. Dann haben wir das Lacherpaket immer noch drin. Wundert mich echt lange. Also langsam können sie es echt mal rausholen, oder? Die haben gerade kein anderes zur Hand. Dann haben wir das Anime-Paket drin und natürlich die Pickaxe. Und ihr wisst ja, V-Bucks gibt es natürlich auch. Aber heute in Rette die Welt keine V-Bucks, also keine V-Bucks-Mission. Aber denkt dran, lockt euch trotzdem ein, denn auch das gibt V-Bucks. Plus die Tagesmission. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Und in dem Sinne euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Leveln.